Oh, ich glaube, ich weiß, welcher Zeitgenosse jetzt kommt. Oh ja. Hab ich schon fast vergessen. Hallo, ich heiße Tigger. T-I-G-G-E. Das heißt Tigger. Sag mal, dich habe ich hier ja noch nie gesehen. Hallo Tigger, du hast meinen neuen Freund Zora angesprungen. Hey Puh, du siehst heute ja nicht besonders glücklich aus. Ist das eine neue Übung? Herumzuspringen macht viel mehr Spaß. Wieso springst du ständig so rum, Tigger? Dead question. Wieso? Springen könnte Tigger am bestesten. Apropos, mein Sprungpunkt ist weg und verschwunden. Dann wird das eben mein neuer Sprungpunkt. Oh, Jesus. Tiggers Gehopse ruiniert meine Karotten. Und wenn wir Pooh keinen Karottensaft geben, wird er für immer verstecken. Bitte hilf mir. Halte Tigger von meinen Karotten fern. Eine ganz schön vertrackte Sache, aber ich habe die Lösung. Yo, Alter, you spin me right round, baby, right round, Eule. Zora, du musst das Karottenbeet beschützen. Wenn Tigger zweimal auf eine Karotte springt, versinkt sie. Einmal. Zweimal. Genauso. Rette die Karotten vor Tiggersprüngen und du bekommst Punkte. Wie fragst du? Das ist ganz einfach. Sei bei den Karotten, bevor Tigger auf sie springt. Hier sind 15 Karotten. Dein Punktestand hängt davon ab, wie viele du rettest und wie oft du Tigger blockierst. Oh, und noch etwas. Das Kommando folgen ist der Schlüssel zum gekonnten Blocken. Wähle Folgen in der Nähe von Karotten, die noch nicht versenkt sind. So bist du am Zielpunkt, bevor Tigger landet. Also viel Glück. Okay, das könnte man ausprobieren. Kriegen wir eventuell hin. Das kann man wahrscheinlich auch total easy perfect machen. Tiggerblock, komme Tigger zuvor und halte ihn davon ab, die Karotten zu zertrampeln. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Jetzt habe ich es gecheckt. Was? 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 Was ist das denn? Du bist zu langsam, Zora. Oh Gott. Ey. Wie geht das denn? Das ist doch unlogisch. Moment. Das müssen wir gleich, glaube ich, nochmal ausprobieren. Das ist voll schlecht, einfach nur. Hey. Ey, wie soll ich das denn machen? Oh, mein Score ist einfach nur abgrundtief schlecht. Ne, Moment. Erfolgreiche Blocks 8. Karotten gerettet 10. Oh, passt schon. Punktestand 80. Reicht mir eigentlich. Sag mal, du hast dich echt gut geschlagen, Zora. Besonders für einen Nicht-Tigger. Auf zu einer neuen Runde. What? Was? Danke vielmals. Ich mache jetzt besser den Karottensaft. Ich hole die Karotten. Bitte warte im Haus auf mich. Ich hole die Karotten mittlerweile auf mich. Na, Tigger, du bist echt tiggerhaft drauf, ey. Tja, hier kann man dann halt Rekorde machen, wenn man Bock hat. Oh, was für ein Tag. Ich habe Pooh den Karottensaft gegeben. Alles, was wir jetzt tun können, müssen... Was wir jetzt tun müssen, ist ihn hinauszudrücken. Ein kleiner Schub sollte genügen. Ja, dann wollen wir mal, oder? Dann nenne ich einen kleinen Schubs. Erst mein Gemüsebeet und dann noch das. Ach je, wo bin ich? Es ist so dunkel hier. Hm.
So schlecht ist es nicht, denke ich. Da ist viel Honig. Wie ich solche Situationen aber nur feier. Die verlorene Seite hat sich in ein Item verwandelt. Mithrilerz erhalten. Sehr gut. Wohin geht's noch? Da waren wir schon mal am Rumhopsen. Nee, Bienen sind nicht toll. Waren wir schon hier bei unserem Freund IA eigentlich? Ich weiß gar nicht. Kann sein, dass das auch schon noch geschlossen war. Nee. Wir waren bei IA auf jeden Fall schon. Das kommt mir hier sehr bekannt vor, nämlich. So, aber wir haben auf jeden Fall eine Seite. Ah, was? Warte, uns fehlt auf jeden Fall noch eine Seite, aber wo bekommen wir die her? Scheißendreck. Boah, uns fehlt auf jeden Fall. Auf jeden Fall fehlt uns hier noch was. Das ist doch mal echt krass. Puh, wo gehen wir denn am besten als nächstes hin? Hier wahrscheinlich, oder? Ein Schaukel. Ah ja, eine Schaukel hängt an einem schrammen Baum. Hineinschauen? Sicher doch. Warum nicht? Schau mal, Puh, da treibt etwas im Bach. Ich denke, du hast recht, Ferkel. Was könnte das sein? Na, was schwimmt da wohl rum, ha? Das sieht aus wie IA. Hallo IA, falls du es bist. Hallo Puh, ja, ich bin's. Kannst du mich rausziehen, falls es nicht so viele Umstände macht? Du musst natürlich nicht, wenn du nicht willst. Ja, ja. Ich treibe umher. Juckt ja keine Sau. So ungefähr ist IA halt immer drauf. Oh, hallo. Danke für deine Hilfe mit den Karotten. So, da ist hier überall Honig. Hier ist irgendwo IA, glaube ich, hier rangespült oder so. Wo war da nochmal? Hier war er. Danke, Puh. Danke, andere Person. Als ich da herumtrieb, kam es mir so vor, als würde mir etwas fehlen. Und es fehlt mir immer noch. IA Schwanz ist weg. Ist es das, was dir fehlt? Mal sehen. Ja, ich habe ihn schon wieder verloren. Wo ist er bloß hinten? Es ist kein besonderer Schwanz, aber ich hänge ihn an ihm. Aber ich wüsste nicht, warum jemand danach suchen sollte. Wir würden ihn sowieso nicht finden. Sura, warum suchen wir nicht alle nach IAs Schwanz? Ah, sowas. So, wenn man so jünger ist, wenn man viel jünger ist, dann kommt das so einfach nur so normal rüber. Wieso klingt das einfach so unanständig, wenn man das jetzt vorliest? Er hat etwas verloren? Am schnellsten findet man etwas, wenn man von oben herab sieht. Eule, kannst du hochfliegen und uns helfen, ihr Schwanz zu finden? Tut mir leid, aber meine Augen sind nicht mehr die alten. Zu viel gelesen. Aber ich kann dir einen guten Rat geben. Du musst natürlich nicht, wenn du nicht willst. Siehst du die Schaukel da oben? Bringe Puh dahin. Du bist etwas zu groß für die Schaukel, aber Puh passt ganz genau drauf. Wenn ihr da seid, erzähle ich euch mehr. Schaukel ein bisschen mit Puh rum und dann ist alles gut. Das ist eigentlich die kurze Version. Gucken, ob wir hier noch irgendwas Tolles finden. Glaub nicht, oder? Hier gibt's, glaube ich, gar nichts, oder? Nee, gerade nicht. Warte mal, Puh, wo? Puh? Puh! Wo bist du? Du sollst mit hochkommen. Hallo, Puh. Puh? Puh ist nicht mehr anzusprechen. Puh ist total stone. Eule! Ich war gerade oben. Puh wird dir folgen, wenn du ihn mit R1 anvisierst. Ach. Folg mir! Wir gehen eine Runde spazieren, Puh. Wieso kann Puh da nicht alleine hochgehen? Wieso muss ich den führen? Das ist doch blöd. Egal, Puh, kriegst du schon hin, oder? Ey, Puh? Puh?
Du Honigverschlinger, du! Komm hinterher. Und keine weiteren Ausflüchte hier, ja? Du kommst hier direkt mit hoch. Ohne Wenn und Aber. Kannst du hier auch senkrecht einfach hochgehen? Nee, das zwar nicht, aber du kriegst das schon irgendwie hin. Sehr gut, Puh. Ich lass dich nicht mehr aus den Augen. Ich will nicht, dass du wieder Honig fressen gehst. Das wäre wieder zu anstrengend hier. Ja. Puh ist eigentlich jetzt oben, oder? Geschafft! Du musst Folgendes tun. Mach dich bereit zum Anschubsen. Wie? So. So? Drücke dann R1 und schubs Puh an. Drücke R1. Gut so? Prima, jetzt kommt der nächste Schritt. Drücke R1, bevor Puh unten ankommt. Wenn dein Timing richtig ist, wird Puh höher und höher schwingen. Probier's mal. Ich helfe dir beim Timing. Drücke R1, wenn ich meine Flügel ausbreite. Wenn du zu früh drückst, schwingt Puh nicht höher. Zu spät und er schwingt zu hoch. Puh schaukelt. Drücke R1 im richtigen Moment, um Puh ganz hoch zu schaukeln. Whee! What? Er ist durch den Boden geglitscht. Puh! Puh! Es tut mir leid, Puh. Was? Was? Ich soll ihn jetzt hier wieder hier hochbringen, oder was ist hier los? Puh, hast du ihn gesehen? Ich glaube, ich bin zu hoch geflogen. Was? Versuchen wir es nochmal. Gute Idee. Boah, zum Glück muss ich den nicht nochmal hochbringen. Gott sei Dank. Sei vorsichtig, IA zählt auf dich. Gib Puh Honig, das peppt ihn auf. Puhs Schaukel drücke R1 im richtigen Moment, um Puh hochzuschaukeln. Oh, Jesus Christ. Whee! Was, das ist ja noch weiter als vorhin. Damn it. Wie war das? Ach, ich hab das auch damals gehasst. Ich weiß ganz genau. Das kommt mir schon sehr bekannt vor, die Scheiße. Puh, komm mal her. Hier ist Honig für dich. Ich glaube, ich bin zu hoch geflogen. Versuchen wir es nochmal. Gute Idee. Aber wieso soll man dann seine... Ach, egal. Gib Puh mehr Honig, wenn er müde wird. Puh schaukel, drücke im richtigen Moment, um Puh ganz hoch zu schaukeln. Ja, aber bringt mir ja nichts. Und wenn er mir das ansagt, dann drücke ich auch. Guck, ich drücke genau in dem Moment R1 und drücke dann gar nichts mehr. So, ich drücke genau nur in dem Moment. Das ist doch jetzt nicht mehr so. Das sind 24 Meter, das geht doch noch. Ah, dann passt es auch irgendwie komplett ideal, perfekt. Hm, der kommt mir bekannt vor. Yeah, Mystery Solved. Wie gefällt er dir? Na? Es ist kein besonderer Schwanz, aber er gehört mir. Vielen Dank allerseits. Ich wünschte, der 100 Morgenwald wäre wieder so, wie er vorher war. Ja, ich glaube, jetzt gibt es hier erstmal gar nichts, oder? Die verlorene Seite hat sich in ein Item verwandelt, die Kraft der Zeit. Stopp hat sich zu Stopp-Ra weiterentwickelt. Warte mal, das ist doch hier aber neu, oder nicht? Lesen? Eine Lichtung voll mit Baumstümpfen hinein, schon sicher. Und dabei haben wir nicht mal eine neue verlorene Seite erhalten.
Oh, Jesus Christ, daran kann ich mich jetzt gar nichts erinnern. Ich bin ja ganz, ganz ehrlich, ich kann mich daran nicht erinnern. Aber ich sehe da hinten eine Truhe. Und ich frage mich, was es denn hier zu holen gibt. Wieso springst du nicht hier hoch? Komm schon. Ich komme da einfach nicht hoch. Tja, 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 tja. Verdammt. Wie soll ich das machen? Was ist hier? Was? Keine Ahnung. Ah, Moment. Da kann ich ja von hier aus irgendwas machen, oder? Kann ich hier... Was? Ich kann hier fliegen? Das ist immer interessant. Was kann ich hier drin machen? Keine Ahnung, aber... kann auf jeden Fall hier oben drauf landen. Und hier das Ding einsammeln. Das geht. Methylerz bekommen wir hier raus. Dann lass uns mal eben kurz hier zurückfliegen. Ich habe hier nämlich doch gerade was super Tolles gesehen. So, Moment. Wie machen wir das denn am besten hier, damit wir da drankommen? Yeah, Anti-Z-Gummi halten. Das ist kein Honigbaum. Ach was. Da sagst du was hier. So, was geht bei euch eigentlich hier, Tigger? Dies ist mein Sprungpunkt. Hier können wir den ganzen Tag herumspringen. Nichts ist besser als hüpfen. Willst du auch springen, Sora? Das macht Riesenspaß. Riesenspaß, okay. Wenn du wie ein Champion springen willst, brauchst du ein paar Tipps vom Champion. Eule, du bist kein Springer. Überlass das mir und Tigger. Ich fürchte, du hast recht. Ich denke, ich kann nicht immer Vorbild sein. Flatter, flatter, flatter. Zum Springen hierüber. Ich springe. Ich springe. Ich springe doch schon. Was ist los? Ansprechen. Ich bin jetzt mal gespannt, wie das hier nochmal war. Tigger Sprünge. Beobachte genau Tiggers Sprungfolge und spring ihm nach. Das ist zum Aufwärmen. Da 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 da. Also, ich bin zwar kein Tigger, aber springen kann ich allemal. Oh, scheiße. Ich habe nicht gedacht, dass wir nur einmal springen jetzt hier. Tigger, tut mir leid. Ich muss dich enttäuschen. Das ist zum Aufwärmen, ja. Ich habe gedacht, wir hätten hier noch Gleiten und Doppelsprung und so allem, aber wir haben hier gar nichts eigentlich im Prinzip. Yes! 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 Und yes! So, Tigger, weiter geht's. Jetzt wird's knifflig. Jump, jump, jump. Was? Ich weiß doch nicht, wie du gerade gesprungen bist. Ich glaube aber so. Dann 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 so. Ich glaube, dann wieder zurück. Oder nochmal einen Kreis. Und dann so.